Was gibt's hier rumzuschnüffeln, hä? Ich wollte gar nichts Böses tun. Wirklich. Bitte, bitte lass mich gehen. Was ist dir los? Und was willst du, Milchgesicht? Verzieh dich! Hey, die kenne ich. Die haben sich bei den Fortin eingenistet. Ah, ja, richtig. Ihr seid wohl für die hohen Herrschaften auf Heretikerjagd, hm? Und wollt Papa Edmond flüstern, dass hier was im Busch ist? Das werden wir schon verhindern. Nein, wir sind gekommen, um dem Volk von Ishgard zu helfen. Aber dazu müssen wir alle zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Frech wird er auch noch. Wir zeigen dir mal, wie gut unsere Fäuste zusammenarbeiten. Hehe, was wird das hier? Wollt ihr zwei Kinder und ihre Amme abmurksen? Hilda? Legt Hand an die Schoßhündchen der hohen Herren und ihr riskiert den ganzen Arm. Die große Heldin. Was könnte sie nur von uns einfachen Leuten wollen? Ah, nicht schlecht. Nitok tot und die Lügen der verfluchten Kurie aufgedeckt. Besser als in meinen wildesten Träumen. Was für Lügen der Kurie? Hast du in der Kirche nicht aufgepasst? Die Adligen sind an der Macht, weil sie von den 12 Rettern Ishgards abstammen. Erzählen sie uns doch ständig. Gibt ihnen das heilige Recht, auf uns rumzutrampeln. Und jetzt erfahren wir, dass nicht nur die, sondern auch wir einfachen Leute ihr Blut in den Adern haben. Das hat die Kurie natürlich schön geheim gehalten. Aber dass Emmerich das dem Papst gleich unter die Nase reibt, was für ein Idiot. Der wird ihn kaltstellen, ohne mit der Wimper zu zucken. Scheint, als ob er es gerade darauf anlegen würde. Ein nobles Opfer, damit seine Geschichte alle überzeugt.
Aber ob sie wahr ist oder nicht, auf so eine Botschaft haben die Leute gewartet. Wir dürfen Großmeister Emmerich nicht im Stich lassen. Ishgard wird ihn dringend brauchen, wenn alles ins Rollen kommt. Was seid ihr eigentlich für selbsternannte Wohltäter? Ihr seid ja nicht mal von hier. Was wollt ihr von uns? Wenn der Großmeister nicht bald zurückkehrt, werden wir in die Kurie eindringen, um ihn zu retten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Was ist da los? Ah, der unverkennbare Gestank der Häresie. Und wen haben wir denn hier? Die edlen Gäste des Hauses Forton, in trauter Zweisamkeit mit der Königin des Abschaums. Man könnte glatt meinen, da plane jemand eine kleine Revolution. Ihr lernt es wohl nie. Die Pest hat in Ishgard keinen Platz. Sie wird beim ersten Anzeichen ausgerottet, mit Stumpf und Stiel. Wer von uns ist hier Abschaum, du verlogener Köter? Manche sind einfach zu dumm zum Überleben. Wenn ihr es auf die harte Tour wollt, gerne. Nur nicht so schüchtern. Lasst uns nach draußen gehen. Ihr werdet euch den Tod noch herbeiwünschen.
Verflucht! Ist also doch etwas dran an den Gerüchten um dich und deine geheimen Kräfte. Was ist hier los? Die hat noch gefehlt. Entkommen. Vielleicht war das sogar besser. Hier hätten wir womöglich Unschuldige in den Kampf hineingezogen. Ich dachte mir schon, dass sie auch hierher kommen würden. Sie wollen die Revolte im Keim ersticken. Ist die Azurgarde etwa auch ins Hauptquartier der Tempelritter eingedrungen? Renault war da, um uns mitzuteilen, dass der Großmeister verhaftet worden ist. Deswegen waren Tempelritter in Charibeas Gefolge. Ja, die Azurgarde hat das Kommando übernommen. Etwa die Hälfte der Tempelritter hält Emmerich die Treue und hört auf meinen Befehl. Aber die anderen, die schon damals gegen seine Ernennung zum Großmeister waren, haben sich bereitwillig in die neue Lage gefügt und sind schon auf dem Weg zur Kurie. Da seid ihr ja alle gerade zur rechten Zeit hier aufgekreuzt. Habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen? Du bist die Anführerin der Rebellen? Oh, heute bin ich alles Mögliche. Für den lackierten Papstwächter vorhin zum Beispiel die Königin des Abschaums. Wie findest du das? Und für den Jungen hier bin ich schon die Retterin eures durchgedrehten Märtyrers. Es ist euch also ernst, was? Gut, an uns soll's nicht liegen. Wir haben diesen verdammten Staat mehr satt als ihr alle zusammen. Immer los mit der Revolution.